das was. Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, 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 ist das so? Ja? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Ja, hoffentlich sehen wir es nicht uns durch deine Augen. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns gleich selbst sehen. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem jeder Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger, doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. Einen Ausgang finden. Er hat uns also nur benutzt, der Weise, der 80.000 Jahre alte Weise, der eigentlich so intelligent sein müsste und wissen müsste, was solche Macht für negative Folgen haben kann, hat uns also nur benutzt. Ich bin... versucht, ihnen das Observatorium wegzunehmen. Und mal schauen, wie das hier noch weitergeht. Also, Kenway ist anscheinend weiter vorgedrungen, als fast jeder andere es jemals getan hat. Und wir werden gleich sehen, wohin das führt. Wir kommen anscheinend direkt zu ihm zurück. Hat den Schädel mitgenommen. Aber ohne das goldene Ding ist der Schädel doch gar nichts wert. Was hat er also mit dem Schädel vor? Ich kann, wenn ich hier hocke, nicht in den normalen Modus jetzt wechseln. Oh mein Gott. Ah, ich komme also zu dem Fragment. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist, wie ich jetzt rauskomme. Das ist wohl eher die wichtige Frage. Und was macht der? Der Kopf ist wertlos. Es ist alles wertlos, wenn es nicht zusammenhängt. Was hat er vor? Was hat dieser Typ vor?
Scheiße. Robots. Wir haben da noch ein kleines Problem miteinander. Wir haben da noch ein... Verliere ich Blut? Das Robot seine Crew. Robert! Oh, ist deine Detektor entflogen, Edward? Hm, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überschnitt den einen. Hey, du kleine Spindelsegel doch. Bei deinem hitzigen Temperament. Verbrennen wir uns alle noch die Finger! Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen? Hast du? Mission beendet. Das Observatorium. Fortsetzen. Erfolg freigeschaltet. Mein flüchtiges Glück. Wir wurden also von den Hütern verarmt. Was ist denn jetzt los? Geworden. Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Du bist ja sehr nett, meine Gute. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Fände ich sehr nett. Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Ah, diese Templer. Die steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Da hast du vollkommen recht, mein Guter. Und ich wäre auch nicht abgeneigt. Wundert sich keiner, dass wir hier eindringen. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, dagegen mit euch zu machen. Ihr müsstet mich gottverdammt nur endlich mal zu euch holen. Mann, geht denn hier raus? Ich hab's gehört. Ach, da hinten. Na dann. Hoffentlich komme ich endlich zu den Assassinen. Ich habe die Schnauze voll von den Templern.
Wissen über das Observatorium, was ich gesammelt habe. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Wir gehen mal... Ich kann also gar nicht nach oben, okay. Dann gehen wir woanders hin. Wie wär's denn mit diesen seltsamen... Also gut, natürlich, ich bin jetzt den Server. Auch wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Das Bedienfeld der Kamera hacken. Ach, wie ging das jetzt nochmal? Das sieht ganz gut aus. Ah, wunderschön. Den Cloud-Server hacken. Machen wir... Es tut mir wirklich leid um die Leute hier, weil die wissen ja gar nicht, dass sie für die Templer arbeiten. Genauso wenig wir eigentlich. Bis jetzt. Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerk-Logs. Alter. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas harmloses. Was ist das denn hier? Fuck. Alter Schwede. Da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Na dann. Na dann, die Ziel ist die Zahl. Eins, null, zwei. Moment. Habe ich es ein bisschen verdreht. Das sieht schon mal besser aus. Nee. Das ist schwieriger. Jetzt gehen wir zu hoch. Hier komme ich nicht über 1000. Ebenfalls nicht, aber hier Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Zugriff auf Serverdaten. Remoting Hack initiieren. Natürlich spielen wir das beim Spiel. Okay. Wir gehen mal davon aus, ich wollte gerade sagen, wir gehen mal davon aus, wenn ich sterbe, dann kriegen alle mit, was ich getan habe und in dem Moment bin ich gestorben. Ah, Mist. Echt, du bist eine Spanner.
Boah. Aber wie war das da drüben? Achso, wenn die aufeinandertreffen, dann... Okay, ganz ruhig. Okay, wir haben die Hälfte geschafft. Nein, was war das denn jetzt? Boah. Diese kleinen Felder sind echt assi. Ah, Mr. Balkan da auch. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein, das war... Der Streifen war zu schnell. Mist, wir haben es fast geschafft. Nicht verunsichern lassen, ganz ruhig und besonnen. Arbeiten. Zugriff gewährt, Extraktion erfolgreich. Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Abstergo Entertainment, Pirates of Nightmares, International Context Video, TV. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill. Mann, war das ein schlechter Trailer.